Vor 2 Wochen bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Zehntausende Menschen starben. Millionen beiderseits der Grenze sind von den Folgen betroffen. Viele haben alles verloren. Ihre Häuser, ihre Arbeitsplätze sind zerstört. Sie leben in Zeltstädten. Auf Hilfe angewiesen sind besonders auch die, die das Ausmaß der Katastrophe kaum begreifen können. Die Kinder. Goldfisch Nemo konnten sie retten. Jetzt steht sein Aquarium etwas verloren mitten im Zelt herum. Mama, soll ich ihm eine oder zwei geben? Für den 9-jährigen Benjamin ist der Fisch momentan eine wichtige Ablenkung und etwas Gewohntes inmitten eines neuen Alltags. Gott hat unseren Fisch beschützt. Aber der andere ist leider gestorben. Vielleicht war es einfach zu viel Stress für ihn. Der eine Fisch starb, der andere hat überlebt. Benjamin und seine Familie haben das Erdbeben überlebt. Doch ihr Haus ist nicht mehr bewohnbar. Ein provisorisches Camp ist erstmal ihr neues Zuhause, zusammen mit 2000 anderen Menschen. Die Eltern versuchen möglichst wenig über das Erdbeben zu sprechen. Bei den Kindern ist jene Nacht allerdings ein großes Thema. Als wir aus dem Haus gerannt sind, hat mein Herz wild geschlagen und ich hatte große Angst. Ich hatte solche Panik, dass unser Haus über uns zusammenstürzt. Ich kann mich jetzt so langsam wieder an alles erinnern, sagt sein Bruder Hüseyin. Denn in der Erdbebennacht ist wie in einem Film alles an mir vorbeigezogen. Vater Mohammed liest aus dem Koran. Gebete für seine Angehörigen, denn mehrere sind bei dem Beben ums Leben gekommen. Auch die Kinder haben das mitbekommen. Doch wirklich trauern konnten sie alle bisher nicht. Wie auch, wenn man selbst noch mitten im Ausnahmezustand lebt. Ich konnte seitdem noch überhaupt kein einziges Mal weinen. Ich fresse das Ganze in mich rein, auch wenn ich weiß, dass es nicht gut ist. Es ist schwer, die Familie zusammenzuhalten und selbst dabei stark zu bleiben. Um auf andere Gedanken zu kommen, nimmt Hüseyin seinen Bruder Benjamin mit auf den Spielplatz. Im alten Leben eine Ausnahme. Die Geschwister leiden an einer Knochenerkrankung und müssen sehr vorsichtig sein. Doch jetzt sind ein paar unbeschwerte Momente wichtiger. Für alle hier, sagen die Psychologen, die die Kinder im Lager betreuen. Die Kinder haben große Angst, dass es sich wiederholt, weil es immer noch Nachbeben gibt. Letzte Nacht hatten wir auch wieder eins. Viele hier haben ja auch Verwandte und Freunde verloren. Und natürlich tragen sie nun eine große Angst in sich. Viele Kinder haben schon Angst, wenn ihre Eltern nur aufs Klo gehen und sie alleine zurückgelassen werden. Das Erdbeben ist noch keine 2 Wochen her. Und dennoch wissen Benjamin und Hüseyin, dass ihr altes Leben erst einmal vorbei ist. Von meiner Mama morgens in meinem weichen Bett geweckt zu werden, das vermisse ich sehr. Genau, stimmt Hüseyin zu. Dieses Kuschelige, das gibt es hier nicht. Egal was kommt, so ein Gefühl wie in meinem alten Bett wird es nie wieder geben. Viele Erdbebenüberlebende berichten noch Jahrzehnte später, dass sie ihre Ängste nie richtig überwunden haben. Tanzen hilft dagegen wohl auch nicht, aber es lenkt die Kinder etwas ab und bringt sie zum Lachen. Allein das ein großer Erfolg. Jeden Tag wird es etwas besser. Die Kinder beteiligen sich an den Spielen und vertrauen uns langsam. Wie sie sehen, lachen sie. Das konnten sie am Anfang nicht. Wie es weitergehen soll, wissen die wenigsten hier. Auch Benjamins Familie nicht. Hier im Lager bleiben und auf den Wiederaufbau warten oder doch ein neues Leben in einer fremden Stadt wagen. Der Gedanke daran schmerzt. Nächsten Monat wäre unsere letzte Rate für die Wohnung fällig gewesen. Wir waren so froh darüber. Die Wohnung hätte dann endlich uns gehört. Aber jetzt ist alles weg. Ich versuche nicht so viel über alles nachzudenken. Und um zu vergessen, spiele ich mit meinem Teddybär Pofuduk. Pofuduk, ein rosa Freund, den Benjamin hier im Lager geschenkt bekommen hat. Und der ihm nun dabei hilft, das Erdbeben zumindest ein wenig zu vergessen.
Nachgefragt bei meinem Kollegen Markus Rosch in Istanbul. Wir haben gerade das Schicksal einer Familie gesehen, fast zwei Wochen nach dem Erdbeben. Wie werden die vielen traumatisierten Menschen aufgefangen? Es gibt wenig Hilfe. Wir haben das ja bei unseren Drehreisen in den letzten zwei Wochen erlebt. Menschen, Hinterbliebene müssen oft neben den Leichen ihrer Angehörigen Nächte verbringen, an den Gräbern stehen. Und da kommt natürlich, je abgelegener die Region ist, desto weniger Hilfe kommt an, desto weniger psychologische Hilfe kommt an. Es läuft jetzt die normale Hilfe an Versorgung, aber letztendlich wird es wichtig sein, die Millionen von Menschen, die entweder in der Region geblieben sind oder die geflohen sind, auch psychologisch zu versorgen. Sie haben Schreckliches erlebt, aber das erfordert natürlich eine große Infrastruktur, und eine so große Infrastruktur ist momentan nicht da. Übrigens müssen auch die Helfer psychologisch versorgt werden, denn sie haben in diesen zwei Wochen, in denen sie Tag und Nacht durchgearbeitet haben, ja auch vieles gesehen, was man nie sehen will. Nun beendet ja die Türkei fast zwei Wochen nach dem Erdbeben die Rettungseinsätze in 9 von 11 Regionen. Was bedeutet das? Ja, Rettungseinsätze heißt natürlich, dass man nicht mehr nach Überlebenden sucht, sondern versucht, jetzt die Trümmer zu beseitigen, Logistik aufzubauen und so weiter. Es heißt konkret, dass man jetzt nach zwei Wochen nicht mehr damit rechnet, Opfer lebend zu finden. Das ist fast ausgeschlossen. Es gibt zwar immer auch in den letzten Tagen immer wieder kleine Wunder, aber nach zwei Wochen, auch unter den Temperaturen und in dem Ausmaß der Zerstörung, ist es fast unmöglich, jetzt noch zu bergen. Deshalb ziehen auch ausländische Teams, Rettungsteams mit ihren Hunden und mit ihrer Logistik ab. Jetzt ist es wichtig, Menschen vor Ort mit Zelten, mit Wasser, mit Infrastruktur zu versorgen. Mehr als 46.000 Menschen sind gestorben. Wie lässt sich diese extrem hohe Zahl an Opfern erklären? Es lässt sich sicherlich dadurch erklären, dass es natürlich ein Beben von einem epischen Ausmaß war. Es lässt sich aber auch dadurch erklären, dass es offenbar Baumängel gab, und die werden jetzt aufgearbeitet, dass schlecht gebaut worden ist, dass es Schwarzbauten gab, dass nicht kontrolliert worden ist. Das wird momentan hier sehr heftig diskutiert. Es gibt Vorwürfe gegenüber der Regierung, aber auch gegenüber den lokalen Behörden, dass man nicht kontrolliert hat. Es gab hier ja vor vier Jahren eine Amnestie für Schwarzbauten. Also da ist viel aufzuarbeiten. Letztendlich ist natürlich so, dass vielerorts schlecht gebaut worden ist und nicht erdbebensicher gebaut worden ist. Und wie geht es jetzt in der Erdbebenregion weiter? Was unternimmt denn der türkische Staat? Es gibt schon massive Hilfe, das muss man sagen. Also es ist ja 11 Provinzen sind betroffen, Millionen Leute sind betroffen. Also es wird schon viel gemacht. Es reicht natürlich nicht. Ausländische Hilfe gibt es ja auch jetzt vermehrt. Erst gerade hat der amerikanische Außenminister 100 Millionen Dollar zusätzlich bewilligt. Es kommt ein Schiff aus Italien mit mehreren hundert Containern. Es wird aus Pakistan werden Zelte eingeflogen. Also Hilfe. Internationale und nationale Hilfe rollt natürlich. Es gibt Verteilungsprobleme, aber das Gebiet ist natürlich groß, klar. Markus, du stehst ja in Istanbul, auch eine stark erdbebengefährdete Region. Gibt es da nun Änderungen am Schutzkonzept für den Fall der Fälle? Also es gibt ja hier viel Erdbebenprävention. Jedes Viertel hat seine eigenen Regeln, die man unter ein eigenes Training auch. Aber der Istanbuler Bürgermeister hat vor einigen Tagen davon gesprochen, falls es ein großes Beben gibt, könnten hier 80.000 Häuser betroffen sein. Das muss man sich mal vorstellen in dieser 20 Millionen Stadt. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Natürlich wird nachgearbeitet werden, aber man muss sagen, die Türkei ist natürlich ein erdbebenerfahrenes Land. Es gibt viel Prävention. Aber letztendlich, hier zum Beispiel, wo wir stehen, wird viel erdbebensicher gebaut. Ob das in der ganzen Stadt so ist, weiß ich nicht. Letztendlich muss mehr kontrolliert werden, nicht nur in Istanbul, sondern auch überall in der Türkei, ob Gebäude einem starken Erdbeben denn im Stand halten können. Dankeschön nach Istanbul für dieses Gespräch. Markus Rosch.